Der Titel ist Wachstumsgesellschaft, warum und wie die Wachstumsfokussierung überwinden. Ich möchte eben darauf eingehen zunächst, wie sieht derzeit die Wachstumsgesellschaft aus, weshalb ist Kritik angebracht und weshalb ist sie möglicherweise auch am Auslaufen und wie können wir die Gestaltung in eine Postwachstumsgesellschaft mitgestalten und eben diesen Transformationsprozess mitgestalten, damit wir nicht in irgendeine Situation geraten, die wir dann vielleicht uns nicht wünschen. Zunächst möchte ich ein paar Zahlen aufzeigen zu Wachstum insgesamt, dann einen Blick zurückwerfen, wie ist das eigentlich mit dieser Wachstumsgesellschaft, seit wann ist die so, wie wir sie jetzt kennen. Dann mit Ihnen einige Argumente anschauen, warum Wachstum keine Lösung mehr ist, weshalb eben auch Wachstum immer mehr zu hinterfragen ist. Dann möchte ich auf die Gründe eingehen, weshalb unsere Gesellschaften so wachstumsorientiert, wachstumsfixiert bzw. wachstumssüchtig ist und dann auf Bereiche eingehen, wo Umgestaltung nötig ist, um von dieser Fixierung wegzukommen. Zunächst, damit wir uns in der nächsten halben Stunde verstehen, was meine ich mit Wachstum? Ich meine Wirtschaftswachstum und damit BIP-Wachstum und damit gesamtwirtschaftliches Wachstum. Also ich meine nicht Wachstum irgendwie von Geist und von Kultur und von sonstigen, sondern ich spreche jetzt wirklich von Wirtschaftswachstum. BIP, das kennen Sie möglicherweise, das ist das Bruttoinlandsprodukt, das ist der Wert an Gütern und Dienstleistungen, die in einem Jahr produziert werden und aber auch auf dem Markt gehandelt werden. Also die ganze Schattenwirtschaft, Haushaltswirtschaft und so weiter ist nicht dabei. Zunächst ein bisschen zu den Zahlen, damit wir das richtig positionieren und aber auch Wachstumsraten richtig einordnen. Ich habe hier von einigen Ländern, westlichen, aber dann auch Schwellen- und Entwicklungsländer mal die BIPs pro Kopf aufgezeigt. Sie sehen Schweiz 67.000, dann sehen Sie Brasilien 8.000, China 4.000. Wenn wir das jetzt mit USA vergleichen, dann ist ein Zehntel von den USA ist China und dann nochmal fast etwas mehr als ein Zehntel ist Bangladesch. Sie sehen diese enormen Unterschiede. Das heißt aber auch, wenn man von Wirtschaftswachstum in China von 10% spricht, dann ist das, was vielleicht in den USA 1% ist. Und vor diesem Hintergrund ist das auch zu bewerten, was wir sehr oft in den Zeitungen lesen. Was weiß ich, in Europa, wir haben nur ein kleines Wirtschaftswachstum, während China 8-10% und so weiter hätte. Aber in absoluten Zahlen ist das auch pro Kopf in unseren Ländern ein Vielfaches mehr. Jetzt zur Wachstumsgeschichte. Das ist eigentlich eine relativ kurze Geschichte. Ich habe Ihnen hier die Zahlen aufgezeigt seit 1900. Es gibt da eine wunderschöne wirtschaftshistorische Datenbank. Und man sieht sehr deutlich, dass insbesondere in den westlichen Ländern ab dem Zweiten Weltkrieg diese Wachstumsdynamik begonnen hat. In Polen, Mexiko, China erst später und dort eigentlich ab 1989. Das heißt, diese starke Wachstumsorientierung, wie wir sie kennen, ist eine sehr kurze. Der Schweizer Historiker Pfister aus Bern nennt diese Phase nach dem Zweiten Weltkrieg das 1950er-Syndrom und sagt eben, ab dem Zweiten Weltkrieg hatten wir durch günstiges Öl, durch Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und durch ein fordistisches Konsummodell, das in den USA vor dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde, hatten wir eben diese Dynamik, die dann dazu geführt hat, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten enorm zugenommen haben. Allerdings ist diese Dynamik schon wieder am Abflauen. Ich habe hier die Wachstumsraten seit den 60ern und zwar in Dekaden. Und Sie sehen hier von EU bis Japan, beziehungsweise den Durchschnitt, wie die Wachstumsraten ab den 60er Jahren wieder abnehmen. War das zunächst 5-6%, in Japan sogar gegen 9%, sehen Sie, wie jetzt
diese Wachstumsraten in den jüngsten Dekaden deutlich kleiner sind. Wir hatten Ende des letzten Jahrhunderts die Lissabon-Strategie in der Europäischen Union und das Ziel war, ein Wachstum von 3% zu realisieren. Tatsächlich hat kein Land das geschafft, das höchste war 1,8. Ich glaube, Österreich hatte es, viele Länder hatten das darunter. Also es ist utopisch, überhaupt noch Wachstumsraten von 3% zu haben. Und die EU prognostiziert für das nächste Jahrhundert, für das nächste Jahrzehnt eine Wachstumsrate von 1,5%. Das heißt, inzwischen erkennt man auch an, dass wir diese hohen Wachstumsraten, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, nicht mehr realisierbar sind. Ich werde auch gleich darauf eingehen, weshalb, aber zunächst, oder ansprechen, weshalb, zunächst noch eine Untermauerung, dass wir es hier wirklich um ein neues Phänomen nach dem Zweiten Weltkrieg haben, zwei Zitate, und zwar das eine ist von Hicks, das ist ein Nobelpreisträger von 66 ist das Zitat, und er sagt, it is not by any means necessary that economics should be growth-minded. I can indeed myself remember a time it was not growth-minded at all. Und damit bezieht er sich auf die Zeit vom Zweiten Weltkrieg. Keine Wachstumsorientierung, er sagt in seinen Vorlesungen, wäre das nie gefallen. Man war froh, wenn eine Ökonomie stabil war. Und nach dem Zweiten Weltkrieg eine andere Situation. Und Ludwig Erhard, kennen Sie wahrscheinlich, dieser Vater des deutschen Wirtschaftswunders, Wirtschaftsminister, hat dieses berühmte Buch 57 geschrieben, Wohlstand für alle. Und er sagt in einem Zitat, wir werden sogar mit Sicherheit dahin gelangen, dass zu Recht die Frage gestellt wird, ob es noch immer nützlich und wichtig ist, mehr Güter, mehr materiellen Wohlstand zu erzeugen oder ob es nicht sinnvoller ist, unter Verzichtsleistung auf diesen Fortschritt mehr Freizeit, mehr Besinnung, mehr Muße, mehr Erholung zu gewinnen. Also er hat schon 57 gesehen, möglicherweise geht das nicht ewig weiter und aber auch zeigt dieses Zitat, es war ein relativ neues Phänomen, dieser Wohlstand, den er da beschrieben hat und für den er natürlich auch beigetragen hat. Ein dritter Ökonom, den ich hier noch zitieren möchte, ist John Maynard Keynes, eigentlich der größte Ökonom im letzten Jahrhundert. Und er hat 1943 ein Buch geschrieben, Long-Term Problem of Full Employment. Und er sagte 1943, wir werden drei Phasen der wirtschaftlichen Entwicklung haben nach dem Weltkrieg. Und zwar die erste, wo eine große Investitionsneigung besteht, wo also ein Aufholbedarf an Straßen, Fabriken und so weiter besteht. Dann werden die gedeckt sein und dann wird eigentlich nur noch an Investitionsbedarf die Abschreibung, also die Wiederherstellung der Infrastruktur anstehen und das Sparen wird dann größer sein. Und dann sagt er, wenn wir in dieser Zeit sind, dann ist es nicht, also zum einen sagt er, das wird das goldene Zeitalter sein, und dann sagt er, in dieser Zeit ist es wichtig, klugen Konsum zu fördern, Sparen zu verhindern, Überfluss zu absorbieren durch mehr Freizeit, Urlaub, kürzere Arbeitszeiten, Änderung gesellschaftlicher Praktiken und Gewohnheiten. Ich hatte es auch schon vorausgesehen, dass diese Wachstumsphase nicht ewig dauern kann. Und das Interessante ist, finde ich hier, dass er auch sagt, wir brauchen dann eine wirtschaftspolitische Veränderung. Eben zum Beispiel klugen Konsum fördern und Sparen verhindern, was wir ja nicht unbedingt getan haben. Nun, jetzt möchte ich mit Ihnen kurz anschauen, weshalb das Wirtschaftswachstum keine Lösung mehr ist, wie wir es in den letzten Jahrzehnten eigentlich hatten. Wirtschaftswachstum wird ja sehr oft als Problemlöser dargestellt. Sie kennen das aus der politischen Debatte. Das Erste ist, dass mit dem Wachstum der Wohlstand in den Industrieländern nicht mehr steigt, sondern stagniert. Ich habe hier eine Grafik, und zwar ist das aus der ganzen Wertforschung, die vor allem aus den USA kommt, Engelhardt, und er zeigt auch, sie haben unten auf der Abszisse haben sie das GDP, also das BIP, und dann auf der Ordinate haben sie, also auf der Vertikalen, haben sie die Lebenszufriedenheit. Und da sieht man sehr deutlich, dass in den reichen Ländern, eben zum Beispiel USA, Schweiz, Deutschland und so weiter, die Zufriedenheit nicht so viel größer ist als in weniger reichen Ländern. Und man denkt ungefähr, dass bei 15.000 Dollar etwa die Schwelle ist, wo das nicht mehr weiter steigt.
Wir haben in den letzten Jahren auch in der Ökonomie und in der Psychologie die Glücksforschung gehabt und die zeigt auch deutlich, dass eigentlich nicht mehr zunehmendes Wachstum, zunehmender Wohlstand die Zufriedenheit der Menschen fördert, sondern mehr Freizeit, soziale Beziehungen, Kultur, Natur und so weiter. Das nächste Argument, das ein starkes für mich ist, ist die Frage der Umweltprobleme. Mit weiterem Wachstum nehmen auch die Umweltprobleme zu. Das kann ich Ihnen auch ganz gut anhand von Daten aufzeigen. Zunächst mal, Wirtschaftswachstum hat hohe Umweltfolgen. In Deutschland ist zunehmendes Wirtschaftswachstum bedeutet Kosten von 20% des BIPs. In China sind es über 100% des BIPs. Wir haben keine Entkopplung zwischen Wirtschaftswachstum und Energie- und Ressourcenverbrauch. Und es gibt in der Ökonomie das Argument, wenn Länder reicher werden, dass dann die Umweltschädigung, Nutzung nimmt ab. Und das haben wir nur in einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel Luftverschmutzung. Und wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, als es die Wachstumseinbrüche gegeben hat, dass die Umweltbelastung, CO2-Ausstoß zum Beispiel, zurückgegangen ist. Also ganz eindeutig, dass das korreliert ist. Die nächste Grafik, die ich Ihnen zeige, will das noch verdeutlichen. Hier sehen Sie seit eben auch 1900 den Verbrauch an Mineralien, an fossiler Energie, an Baumaterial und dann die schwarze Linie ist das BIP und Sie sehen deutlich, das BIP ist stärker gestiegen es geht in die gleiche Richtung, das BIP ist stärker gestiegen als der Verbrauch dieser anderen Stoffe, aber er ist gestiegen und wir haben keine absolute Entkopplung. Und schließlich zum Schluss noch, Sie kennen alle den ökologischen Fußabdruck und hier sehen Sie, dass es eine ganz eindeutige Korrelation gibt zwischen reichen Ländern, USA, Schweiz, Deutschland und so weiter, mit dem ökologischen Fußabdruck. Das heißt, umso reicher, umso höher das BIP ist, umso höher ist die ökologische, ist die Nutzung von Naturräumen. Als nächstes Argument ist die Staatsverschuldung. Wir hören ja jetzt in der heutigen Krise sehr oft, wir brauchen Wirtschaftswachstum, damit die Staatsschulden zurückbezahlbar sind. Wir können da nochmal diskutieren, ich glaube da absolut nicht dran. Das ist eher ein Argument, um die Ratingagenturen zu beruhigen. Aber ich will Ihnen ganz kurz ein paar Zahlen aufzeigen. Sie sehen hier, die Schweiz ist ein besonderes Beispiel, nun kann man die eigentlich nicht richtig herbeiziehen, aber ich habe den Vergleich gleichwohl, aber Sie sehen an Deutschland, Deutschland war 1950 entschuldet, weitgehend entschuldet durch die Währungsreform und dann ist Verschuldung deutlich zugenommen, obwohl wir deutliche Wachstumsraten hatten. Und hier zeige ich Ihnen noch ein plastischeres Bild, wie öffentliche Gelder die für Wirtschaftswachstum ausgegeben werden, auch die Verschuldung verstärken. Wir hatten ja eben diese Krise ab 2007, 2008, hat Deutschland ziemlich große Konjunkturpakete aufgelegt, 120 Milliarden. Und wir haben uns jetzt mal als Vergleich die Entwicklung des BIPs angeschaut. Und in diesen Jahren 2009 bis 2011 ist das BIP um 145 Milliarden gestiegen. Also Sie sehen staatlichen Ausgaben von 120 stehen 145 Milliarden BIP-Wachstum gegenüber. Man kann jetzt sagen, okay, vielleicht sonst wäre das BIP noch weniger gewachsen, aber gleichwohl ein Hinweis darauf, dass sehr oft eben öffentliche Gelder verwendet werden, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und damit aber auch die öffentliche Verschuldung steigt. Ich habe das mal mit dem Herrn Stark besprochen, das war der ehemalige Vertreter von Deutschland in der EZB und dann sagt er, natürlich, es gibt hier gute Beispiele dazu, schauen Sie sich in den USA vor der Krise die Politik an. Ich meine, da hat man Steuern vergünstigt, man hat alle möglichen Programme aufgelegt, um Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Das hat mit zu der starken starken Verschuldung beigetragen. Das nächste Argument ist die Beschäftigung. Wir hören auch immer, wir brauchen Wirtschaftswachstum, um Arbeitsplätze zu schaffen, aber tatsächlich steigt eben die Erwerbslosigkeit in vielen Ländern trotz Wirtschaftswachstum. Ich gehe jetzt da nicht weiter darauf ein, weil ich
weil das nachher nochmal kommt, aber vielleicht ganz kurz, das ist nicht verwunderlich, weil wir die sogenannte Beschäftigungsschwelle haben, das heißt, wir brauchen ein Wirtschaftswachstum von 2%, um überhaupt neue Arbeitsplätze zu kreieren. Und das kommt daher durch arbeitssparenden technischen Fortschritt, neue Maschinen und so weiter, dass mit jedem Investitionszyklus eher Arbeitsplätze eingespart werden. Und schließlich als letztes Argument noch, wird oft angeführt, wir brauchen Wirtschaftswachstum, damit die sozialen Ungleichheiten nicht größer werden. Tatsächlich aber steigt die soziale Ungleichheit seit den 80er Jahren. Wir haben in den letzten 4-5 Jahren 3 Publikationen von der OECD gehabt, die diese sozialen Ungleichheiten aufzeigt. Inzwischen beschäftigt das wirklich die OECD. Ich habe hier einfach Grafiken, den Gini-Koeffizient, das ist die Gleichverteilung von oder die Verteilung von Einkommen und Vermögen aufgezeigt, und Sie sehen in den verschiedenen Ländern, dass sich der Gini-Koeffizient erhöht hat, also die Ungleichverteilung größer geworden ist. In der Schweiz gibt es erst ab den 2000er Zahlen, und hier zeigt sich auch, dass auch in der Schweiz der Gini-Koeffizient zugenommen hat. Diese ungleiche soziale Verteilung hat noch wichtige andere Effekte, die unter anderem für die Sozialpolitik und die Umwelt relevant sind. Ich weiß nicht, ob Sie von dem Buch von Wilkinson und Pickett gehört haben, auf English Spirit Level, auf Deutsch Gleichheit ist Glück. Und Sie haben angeschaut, welche Auswirkungen soziale Unterschiede von Einkommen und Vermögen in verschiedenen Ländern haben. Und hier zeigen Sie auf, in Ländern, die gleicher sind, gibt es weniger Gesundheits- und Sozialprobleme. Und zwar, das beginnt mit der Lebenserwartung, geht über Alphabetentum, Kindersterblichkeit, Tötungen, Gefängnis, Teenagergeburten, Fettzucht, geistige Krankheiten und so weiter, betrifft das alles. Also sogar umso ungleicher ein Land ist, umso höher ist die Gefahr, dass zum Beispiel Fettzucht besteht. Und Sie haben das für die ganze OECD ziemlich gut statistisch erhärtet aufgezeigt. Sie haben aber auch gezeigt, dass in gleicheren Ländern ein ökologischeres Verhalten stattfindet. Also beispielsweise reiche Länder, dort wird mehr das Velo benutzt. Sie emittieren weniger CO2, und als Drittes sagen sie auch, in diesen Ländern werden zum Beispiel so Environmental and Social Compliance Regulation, also Verhalten von Unternehmen, besser eingehalten. Diese Studie, also das ist ein Buch, kann man kaufen, aber es wurde auch dieses Jahr mal von Herrn Kissling und von Herrn Obrecht im Tagi ganz gut beschrieben, darum habe ich das hier noch aufgezeigt. Also wir haben diese Gründe, weshalb Wachstum keine Lösung mehr ist, was es zwischendurch war, vielleicht nicht so stark, wie man manchmal gedacht hat. Und jetzt fragt man sich, wieso haben wir gleichwohl Wachstumsorientierung? Wieso kann es so ein Plakat geben? Das ist ein Plakat vom Staatsministerium von Baden-Württemberg, 2010, BIP Hurra. Das stand in der Wirtschaftswoche, war in Deutschland ganz verbreitet. Um jetzt in Worten von Herrn Lübcke zu bleiben, wieso haben wir diese Wachstumssucht? Wieso wollen wir unbedingt Wachstum haben? Was begründet diese Fixierung auf Wachstum? Bevor ich darauf eingehe, will ich noch Ihnen belegen, dass wir tatsächlich in der Politik sehr viel machen, um Wirtschaftswachstum zu realisieren, und dass das eine enorme Bandbreite ist an Maßnahmen. Zum Beispiel in der Schweiz habe ich jetzt hier aus den Wachstumspaketen habe ich Maßnahmen zusammengestellt. Man fördert den Wettbewerb im Binnenmarkt, zum Beispiel die Liberalisierung. Man will international öffnen, Personenfreizügigkeit zum Beispiel. Die Staatsquote senken, Unternehmenssteuerung verbessern, Berufsunfähigkeit, Leute mit Berufsunfähigkeit stärker einbinden, die Bildung verbessern, die Rahmenbedingungen für Unternehmen vereinfachen. Das sind alles Maßnahmen, die aus dem Wachstumspaket des Bundesrats herausgenommen sind.
In der EU ist das überhaupt nicht besser, ist es ähnlich. Ich habe hier Maßnahmen aus der Lissabon-Strategie zusammengeschrieben. Man will eine Informationsgesellschaft für alle. Man möchte einen europäischen Raum für Forschung und Entwicklung, bessere Bedingungen für Unternehmen, einen besseren Binnenmarkt, integrierte Finanzmärkte, Haushaltskonsolidierung und so weiter. Und all diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, Wirtschaftswachstum zu fördern und zu erhöhen. So, jetzt haben Sie gesehen, welche Wachstumspolitik betrieben wird. Also ist es wahrscheinlich nicht übertrieben zu sagen, dass wir Wachstumsfixierung bzw. vielleicht sogar Wachstumssucht haben. Und jetzt ist die Frage, wieso? Unsere Erklärung ist die, dass zentrale Bereiche in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft und Institutionen, so wie sie heute gestaltet sind, existenziell auf Wachstum angewiesen sind und teilweise auch selbst antreiben. Und wenn Wirtschaftswachstum nicht mehr stattfindet, dann geraten diese Bereiche in die Krise. Und jetzt, welche Bereiche sind das? Das ist die nächste Folie. Das ist zum Beispiel die Alterssicherung, das Gesundheitswesen, Bildungsbereich, Arbeitsmarkt, Konsumsektor, Verteilungsgerechtigkeit, Unternehmensverfassungen, Finanzmärkte und Banken, Steuerpolitik und Staatsfinanzen. Das sind alles Bereiche, wo Wachstumsorientierung, Wachstum eingebaut ist oder die auch selbst Wachstum antreiben. Und wenn kein Wachstum mehr stattfindet, dann geraten diese Bereiche in die Krise. Und wie Sie vorher gesagt haben, Politiker möchten, dass alles gut bleibt. Und damit alles gut bleibt, machen sie nur das, was sie bislang kennen. Das heißt, Unternehmenssteuer reduzieren, die Kinder kürzer in die Schule schicken, damit sie länger arbeiten können, produktiv sein können und so weiter. Also unsere zentrale These ist, diese Bereiche sind wachstumsabhängig. Wenn kein Wachstum mehr stattfindet, gibt es eine Krise und das wollen Politiker vermeiden. Nun, wie kann sich was ändern? Wir haben dazu eine politische Theorie herbeigezogen von Kingdon, das ist ein amerikanischer Politologe, und er sagt, wegweisende Entscheidungen in der Politik werden nur getroffen, wenn ein Problem eine politische Aufmerksamkeit hat. Also Sie würden sagen, wenn eine Krise besteht. Aber mehr noch, wenn ein Thema auf der Entscheidungsagenda von Politikern steht, wenn eine Entscheidung ansteht, zum Beispiel weil Wahlen anstehen oder weil irgendwelche Verträge sich ändern. Und das ist jetzt wichtig, wenn politische Entscheidungsmöglichkeiten, Ideen, Konzepte, Handlungsmöglichkeiten da sind, die getragen werden von politisch handelnden Personen. Das Beispiel, das Sie vorher angeführt haben mit der Energiewende nach Fukushima. Sie sagten ganz recht, das hätte nie stattgefunden, wenn die Zivilgesellschaft nicht 20, 25, 30 Jahre diese Energiewende vorbereitet hätte. Und zwar vorbereitet, indem aufgezeigt worden, dass Solarpanels funktionieren, dass gespart werden kann, dass Genossenschaften sich bilden in Dörfern, die ihre eigene Energiewende machen, dass Technologien vorhanden sind und so weiter. Und das war ein Prozess von ja, sicher 20 Jahren. Diese ganze Energiewende, und das ist Voraussetzung, damit dann die Politik bereit ist, jetzt in diesem Fall aus der Atomenergie auszusteigen. Und dann können die Politiker auch relativ sicher sein, dass es gut bleibt. Denn ohne diese Voraussetzung wird es sicher nicht gut werden. Gut, was ist jetzt unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, zunächst mal zu identifizieren, was sind diese wachstumsabhängigen Bereiche, die ich Ihnen aufgezeigt habe, und was sind die Abhängigkeiten vom Wachstum. Aber wichtiger ist, zusammen zu identifizieren von Ansätzen, von Vorschlägen, Praxisbeispielen und Erfahrungen, wie diese Bereiche, die ich Ihnen aufgezeigt habe, umgestaltet werden können, damit sie nicht mehr wachstumsabhängig sind. Und erst dann können wir erwarten, dass die Politik nicht mehr so, süchtig, getrieben, Wachstumsmaßnahmen betreibt. Und diese Umgestaltung von den Bereichen, das ist auch, wie wir vorher gehört haben, das ist zum großen Teil eine Aufgabe der Zivilgesellschaft.
Also Ansätze entwickeln, Ideen aufzeigen, dass es funktionieren kann, das ist eine Aufgabe der Zivilgesellschaft, sicherlich unterstützt von der Politik, wenn dem möglich ist, aber diese Aufgabe wird an uns bleiben. Gut, jetzt will ich ganz kurz auf ein paar Bereiche eingehen, und zwar Alterssicherung, Arbeitsmarkt- und Verteilungsgerechtigkeit. Zunächst Alterssicherung. Wir haben insgesamt zwei Verfahren, das kennen Sie hier in der Schweiz bestens. Wir haben die AHV, das ist ein Umlageverfahren, und wir haben das Kapitaldeckungsverfahren, zweite Säule. In beiden ist es wichtig, Wachstum zu haben, so wird argumentiert, denn einerseits kann man sonst die AHV nicht bezahlen, und bei Kapitaldeckung ist es noch viel schwieriger, weil wir diese Wachstumsraten brauchen, um Kapitalrendite zu haben. Normalerweise sollte, wie Sie alle wissen, sollte die zweite Säule eine Kapitalrendite haben von ungefähr 4%. Faktisch hatten wir in den letzten Jahren 1 bis 1,2%. Darum sind auch viele Pensionskassen unterfinanziert und die Bedingungen werden zunehmend schlechter. In der Schweiz ist das eine ziemlich wichtige Angelegenheit. Das Kapital der Pensionskassen ist, je nachdem wie hoch das Kapital dann tatsächlich ist, zwischen 115-120% vom BIP, während in anderen Ländern, zum Beispiel Deutschland, Italien, das nur 5-3% ist. Und jetzt, um noch zu verdeutlichen, wie wichtig dieses Wachstum angeschaut wird für diese AHV, ein Zitat vom Herrn Burkhalter, als er noch Innenminister war, letztes Jahr, sagt er, die AHV, die seit 10 Jahren schwarze Zahlen schreibt, wäre ohne Einwanderung seit mehr als 20 Jahren defizitär. Und wir hatten ja in der Schweiz dann auch ziemlich hohe Zunahmen der Wohnbevölkerung, also das hier auch als Argument, wir brauchen das, um das Sozialsystem am Funktionieren zu halten. Das nächste, und jetzt, was ich jetzt tun möchte, ist einfach ein paar Beispiele aufzeigen, wie man diese Wachstumsabhängigkeit in diesen Bereichen überwinden kann. Und was Sie auch gesagt haben, Herr Lübcke, diese Zivilgesellschaft, die soll durchaus auch Aufmerksamkeit auf dem, was man schon hat, an Reformbewegungen lenken. Und wir glauben, dass sehr viele Ansätze es durchaus schon gibt, die man nutzen kann, um von dieser Wachstumsabhängigkeit sich etwas zu befreien. Ich habe ein paar Beispiele zusammengestellt. Verlängerte Lebensarbeitszeit, bessere Verteilung der Arbeit auf die Zeit der Arbeitsfähigkeit, flexibler Rücktritt, neue Generationenverträge, Intergenerationenprojekte. Dann, ich glaube, am Dienstag hatten Sie das Beispiel mit den Zeittauschsystemen, Gesundheitsvorsorge, Eigenverantwortlichkeit. Aber auch, wir werden wahrscheinlich nicht herumkommen, diese AHV und die Pensionskasse, ja, AHV vor allem, durch zum Beispiel Energiesteuer und Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer mit zu finanzieren. Das nächste Beispiel, auf das ich kurz eingehen möchte, ist der Arbeitsmarkt. Wie ich schon gesagt habe, wir haben diese ungefähr 2% Schwelle, in der Schweiz sind es 1,8% laut Credit Suisse. Wir brauchen also dieses Wachstum, damit die Rate der Arbeitslosigkeit nicht höher wird. Und es wird immer argumentiert, wir brauchen eben Wachstum, um das zu halten, Arbeitslosigkeit, die schon besteht, zu reduzieren, aber auch um Arbeitseinkommen haben, um die Sozialversicherungen zu finanzieren. Was gibt es für Ansatzpunkte? Wir könnten die Arbeitszeit, die Arbeit weniger besteuern, zum Beispiel mit einer Energiesteuer, und das Umlagern oder Kapitaleinkommen stärker besteuern. Wir könnten die Arbeitszeit reduzieren, wobei mir scheint, dass wir dann nur einen Einkommensausgleich, Lohnausgleich für untere Einkommen haben, denn wenn es einen absoluten Lohnausgleich gäbe und einen durchgängigen, dann würde das Wachstumsimpulse bedeuten. Wir könnten Teilzeitarbeit fördern, was wir zum Teil schon machen, aber sicherlich nicht genug. Wir werden sicherlich informelle Arbeit aufbauen müssen. Es gibt von Gewerkschaftsseite immer das Argument, den Dienstleistungssektor auszubauen, weil der ziemlich arbeitsintensiv ist, oder eben für die Berufsbildung besser zu qualifizieren.
Das letzte Beispiel, das ich Ihnen noch aufzeigen möchte, ist Verteilungsgerechtigkeit, immer ein sehr wichtiges Argument. Wir brauchen Wirtschaftswachstum, damit die sozialen Unterschiede nicht größer werden, beziehungsweise damit wir die verringern können. Und interessanterweise ist das ein Argument von konservativer wie von linker Seite. Konservative Kreise möchten das über ein Angebot, die sozialdemokratische linke Seite durch die entsprechende Nachfrage auslösen. Es wird auch gesagt, wir brauchen die Steuereinnahmen eben für die Umverteilung und damit Verteilungskonflikte zu reduzieren. Hier, um Ihnen aufzuzeigen, wie wichtig dieses Argument von Wachstum im Hinblick auf Verteilungsgerechtigkeit ist, ein Zitat, das allerdings schon etwas älter ist, von 1972, aber ich denke, es hat nicht an Bedeutung verloren. Und zwar war das ein ehemaliger Direktor von der amerikanischen Zentralbank und er sagt, "Growth is a substitute for equality of income. So long as there is growth, there is hope. And that makes large income differences tolerable." Also solange wir Wachstum haben, können wir das akzeptieren, weil dann die ärmeren Schichten denken, ja, irgendwann werden sie auch aufholen. Faktisch hatten wir in den letzten Jahren, vielmehr in den letzten 10, 20 Jahren, dass sie, wie ich Ihnen aufgezeigt habe, eher größer geworden sind. Welche Ansatzpunkte gibt es? Mindestlöhne und Einkommen, die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Verringerung von Einkommensunterschieden, wir haben in der Schweiz jetzt dann diese 1:12 Abstimmung, Belastung hoher Vermögen, Kapitaleinkommen, Erbschaften und so weiter. Ich denke, das ist auch etwas, was jetzt wieder mehr diskutiert wird oder auch die Tobin-Steuer, was Sie angesprochen haben. Das sind jetzt Konzepte, die angesichts der Krise durchaus eher durchkommen können und eher Chancen haben. Wichtig scheint mir auch eine hohe Erwerbsbeteiligung bei reduzierter Arbeitszeit, um eine gleichere Teilhabe zu haben. Wiederum Berufsqualifikation scheint mir sehr wichtig oder Ausbau von Strukturen und Beiträgen zur Existenzsicherung wie Eigenarbeit, Subsistenzarbeit und so weiter. Ansätze, die darüber hinausgehen, für die verschiedenen Bereiche relevant sind, zum Beispiel Transition Towns. Ich habe das Beispiel von Neustadt Schweiz angeführt. Wir haben diese ganzen auch zivilgesellschaftlichen Grassroot-Bewegungen wie Urban Gardening, Farming, Do-it-yourself-Initiativen, Repair Revolution oder ich finde auch sehr interessant jetzt dieser Widerstand gegen die geplante Obsoleszenz, das sich aufbaut. Also wir haben hier auch sehr viele zivilgesellschaftliche Bewegungen, die wichtige Ansatzpunkte sind, um diese Wachstumsorientierung zu reduzieren. Wir haben die Gemeinwohlökonomie von Färber zum Beispiel, der sich viele Unternehmen anschließen. Wir haben Décroissance-Bewegung, Care Economics, das sind eher theoretische Konzepte oder hier in Zürich zum Beispiel auch die 2000-Watt-Gesellschaft. Und ich möchte auch hier sagen, wie so eine Postwachstumsgesellschaft tatsächlich aussehen wird, das wissen wir nicht. Wir können es auch nicht vorhersagen. Sondern wir werden auch diese Offenheit, die vorhin angesprochen wurde von Herrn Lübcke, die gilt auch für die Postwachstumsgesellschaft. Wir wissen nicht genau, was rauskommt, aber es wird sicherlich in irgendeiner Weise eine geringere Wachstumsabhängigkeit sein müssen. Aber nur noch die letzte Folie nochmals schnell schauen, das ging so schnell. Ja, genau diese. Dann. Gut. Ist gut? Wir haben gleichwohl Kennzeichen für eine Postwachstumsgesellschaft, die wir als so sehr allgemein formuliert haben. Für uns ist eine Postwachstumsgesellschaft eine Gesellschaft, die nicht mehr existenziell auf Wirtschaftswachstum angewiesen ist, so wie das bislang ist. Also eine Politik, die eine Gesellschaft, in der es keine explizite Politik mehr zur Erhöhung des Wirtschaftswachstums gibt, das was wir jetzt haben, und ganz zentral, in der wachstumsabhängige und wachstumstreibende Bereiche, wie zum Beispiel eben Gesundheit, Alter, Konsum, Verteilung, so umgebaut werden, dass sie nicht mehr vom Wirtschaftswachstum abhängig sind. Das scheint uns ganz, ganz zentral. Und von der ökologischen Seite her scheint uns auch zentral, dass das Wachstum vom Energie- und Ressourcenverbrauch gestoppt wird und auf die Nachhaltigkeitsziele zurückgefahren wird.
das sind die nächsten zwei Punkte, die habe ich auch geschrieben. Insgesamt scheint uns zentral, dass es in einer Gesellschaft weder ein Wachstumsgebot noch ein Wachstumsverbot gibt. Es geht nicht darum, Wachstum zu verbieten, denn wir werden in der Umgestaltung werden wir Wachstum haben und wir brauchen auch Wachstum. Wir brauchen Wachstum in alternativen Energien, wir brauchen Wachstum in neuen Unternehmensformen, die partizipativer sind, die ökologischer und so weiter sind. Es geht also nicht um ein Wachstumsverbot, aber auch nicht um ein Wachstumsgebot, was wir bislang haben. Weil dieses Wachstumsgebot, was wir haben, das führt nur zu ziemlich unsinnigen politischen Maßnahmen und Eingriffen. Wichtig ist Kreativität, Innovation und das Engagement aller. Und dann möchte ich noch mit einem Zitat von Herrn Ehrhardt schließen, aus dem gleichen Buch. Er sagt, mit steigender Produktivität und mit der höheren Effizienz der menschlichen Arbeit werden wir einmal in eine Phase der Entwicklung kommen, in der wir uns fragen müssen, was denn eigentlich kostbarer und wertvoller ist. Noch mehr zu arbeiten oder ein bequemeres, schöneres und freieres Leben zu führen, dabei vielleicht bewusst auf manchen güterwirtschaftlichen Genuss verzichten zu wollen. Ich glaube jedoch, das schrieb er 1957, dass wir so weit noch nicht sind. Es wird wohl noch einige Zeit vergehen, bis wir uns mit dieser Frage ehrlich auseinanderzusetzen reif sind. Das sagte er eben, wie gesagt, 57. Jetzt, glaube ich, ist es an der Zeit und die Zeit ist reif genug, dass wir uns ernsthaft mit dieser Frage auseinandersetzen müssen, ob weiterer Güterwohlstand und Produktivität wir haben möchten oder ein freieres, schöneres, bequemeres Leben führen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.